So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht natürlich jetzt nichts außer meine Hände. Wäre natürlich ein bisschen langweilig, wenn ich einfach ein Video über meine Hände drehe. Deswegen fangen wir gleich an. Ich habe einen Haul für euch und zwar einen, ja, etwas kleineren Haul diesmal von Müller und von DM. Ich habe wieder einige Sachen gekauft und die Sachen befinden sich alle hier in dieser schönen My Little Box, die ich mal hatte. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Die Tasche stelle ich hier hinter und hole einfach die Sachen raus. So, das erste Produkt, das ich gekauft habe, ist diese wunderschöne The Ultimate Chrome Palette von Catrice. Die habe ich jetzt schon bei einigen anderen YouTubern gesehen und hat mir wirklich total gefallen. Ich stehe ja total auf Glitzer. Deswegen musste ich die einfach unbedingt haben und habe sie mir einfach gestern gekauft. Die ganzen Links zu den Produkten und Preise stelle ich euch natürlich wieder unten rein, wie immer. So sieht die Palette von innen aus. Hier haben wir einen leichteren Ton, hier haben wir einen Sculpt-Ton und dann eben von hell bis dunkel sehr, sehr starke Glitzertöne. Und hier habe ich schon meine Hand liegen, das heißt, wir swatchen die jetzt alle. Einmal dieser Ton und ihr seht schon beim ersten, wie wunderbar der pigmentiert ist. Dann machen wir den zweiten. Also ich gehe wirklich bloß einmal durch und schon habe ich den Ton an den Händen. Also der goldene Ton, der ist wirklich mega gut. Der erinnert mich an den Kiko-Ton, den ich so gerne mag. So, dann machen wir den nächsten. Das ist dieser Ton. Das ist jetzt eher ein rosaner Ton. Dann ein eher grünlicherer Ton. Ein eher weißer Ton. Ein etwas gelblicher Ton. Ein rosaner Ton. Okay, der ist jetzt nicht so gut pigmentiert. Das ist jetzt der einzige, der wohl wirklich nicht so gut pigmentiert ist. Ein rosaner Ton. Der ist auch wirklich total schön und der wirkt jetzt lila. Mal gucken, wie er auf den Arm wirkt. Ein lilaner Ton. Habe ich jetzt ein bisschen zu weit oben geswatcht. Also ihr seht es, die Palette ist der Hammer. Also wer auf Glitzer steht, den kann ich die Palette nur empfehlen. Ich liebe diese Palette. Sieht wirklich total schön aus. Also am besten gefällt mir der Goldton, dieser rosane Ton hier und der gelbe und der grüne. Der einzige Ton, der wo mir jetzt nicht so gefällt, ist dieser rosane hier, der auch sehr schlecht pigmentiert ist, aber den Rest einfach nur mega. Also da kann man fast nichts aussetzen an dieser Palette. Schaut sie euch auf jeden Fall mal an, swatcht sie mal, wirklich total schöne Töne. Ich freue mich, wenn ich sie das erste Mal verwenden darf. Dann zum zweiten Produkt. Hier habe ich mir einmal die Coast & Chill Palette gekauft von Essence aus der, ich glaube, noch aktuellen LE, beziehungsweise auch vielleicht nicht mehr aktuellen LE. Und zwar ist es eine Eyeshadow und Eyebrow Palette. Und ich würde jetzt einfach sagen, swatchen wir die auch mal. Ich finde es echt gut, dass man so einen schönen Farbverlauf hat. Muss ich mal schauen, welches am besten zu meinen Augenbrauen passt. Und diesmal swatche ich hier unten, weil auf der anderen Seite ist ja voll. Machen wir einmal den dunklen Ton hier. Also der ist wirklich sehr schön dunkel. Aber der ist jetzt auch nicht so gut pigmentiert. Das heißt, man muss auf jeden Fall aufbauend arbeiten. Finde ich aber, wie gesagt, bei dunklen Tönen nicht schlimm. Dann machen wir den mittleren Ton. Also der mittlere Ton, der ist wirklich wunderschön aschig. Und ich denke auch, dass ich den am besten für meine Augenbrauen verwenden kann. Und dann machen wir noch den hellen Ton, den man jetzt leider fast überhaupt nicht sieht. Den würde ich jetzt eher als Base verwenden, wenn ich einen Lidschatten verwende. Aber ich denke, dass der für meine Augenbrauen auf jeden Fall zu hell ist. Also den dunklen Ton werde ich auf jeden Fall nur für Tiefe verwenden, wenn ich Tiefe in die Augen einarbeiten will, in die Lidfalte rein. Den mittleren auf jeden Fall für meine Augenbrauen mal verwenden. Und den hellen werde ich auf jeden Fall einfach als Base für Lidschatten sozusagen verwenden. Genau, aber an sich finde ich die Palette total cool. Werde ich auf jeden Fall sehr gerne verwenden. Finde ich die Idee auf jeden Fall total super, dass man so eine Palette mit Farbverlauf macht. Dann zum nächsten Produkt. Hier habe ich mir einmal einen Pinsel gekauft, auch aus einer LE von Essence, die wahrscheinlich nicht mehr aktuell sein wird. Und zwar ist es ein Lippenpinsel. Ich wollte unbedingt einen Lippenpinsel haben, weil ich Lippenpaletten habe, aber eben keinen richtigen Pinsel dazu. Deswegen musste auf jeden Fall ein Pinsel her. Und so sieht die Spitze aus. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Die geht auf jeden Fall ein bisschen zusammen und ist sehr, sehr flach und dünn. Blöde Fliege. Ist sehr flach und dünn und hat wirklich einen sehr schönen Stil. Also ich habe mir keinen anderen Pinsel, glaube ich, davon gekauft, weil mir die einfach nicht so gefallen haben. Aber den Lippenpinsel, den musste ich unbedingt haben. Dann zum nächsten Produkt habe ich einmal diesen Silicone Sponge gekauft von Essence. Wollte ich einfach mal ausprobieren und dadurch, dass einfach der von Essence relativ billig ist, habe ich den mitgenommen. Hier steht eben drauf Super Silly Make-up Pad. Hello there, nice to blend you. You are silly. Mit diesem süßen Gesicht drauf finde ich auf jeden Fall cool.
Der ist auf jeden Fall sehr, sehr fest. Ich denke, dass es noch weichere gibt. Ich werde mir auf jeden Fall noch mehrere angucken. Ich glaube aber, dass der auf jeden Fall für den Anfang sehr gut ist, dadurch, dass er eben so fest ist und so gut in der Hand liegt. Fühlt sich auf jeden Fall sehr lustig an und ich bin gespannt, wie der funktioniert, ob es sich wirklich so gut verteilen lässt. Die meisten sagen ja, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, mit diesen Schwänchen bzw. mit diesem Pad zu arbeiten. Mal gucken. Jetzt gehe ich mir das schnell runterwaschen, weil fürs nächste Produkt muss ich wieder swatchen und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. So, jetzt bin ich wieder zurück. Ich habe mir hier ein Pad geholt, damit ich meine Finger sauber machen kann beim Swatchen, weil jetzt gibt es dann gleich einiges zu swatchen. Aber zuerst noch das kleinere Produkt. Ich habe mir etwas gegönnt und zwar von Kiko. Der ist bei uns in Regensburg, habe ich den bekommen. Bei uns in der Nähe ist leider kein Kiko, eben nur in Regensburg. Aber die Lidschatten, die habe ich schon so oft angeschaut und habe schon so viel davon gehört von anderen YouTubern. Ich musste unbedingt einen haben und ich denke, dass es auch nicht der letzte sein wird, sondern ich auch mehr davon kaufen werde. Und zwar ist es dieser wunderschöne, wenn ich ihn aufbekomme, Water Eyeshadow von Kiko. Die sind ja auch in aller Munde, also sehr, sehr bekannt, diese Water Eyeshadows, weil man sie einfach auch nass verwenden kann. Und das ist die Farbe 235, wenn ihr es sehen könnt. Und hier oben haben wir noch einen kleinen Spiegel drin, wo man sich anschauen könnte. Und jetzt würde ich sagen, swatchen wir den einfach. Das ist dieser Ton, der ist wirklich wunderschön weich. Changiert total und glänzt einfach so schön. Ich bin so begeistert von dem Ton. Und jetzt stellt euch vor, ich habe das jetzt zwar mit dem Finger geswatcht, aber wenn man das jetzt mit Wasser verwendet, ist es noch um einiges intensiver, wie schön der dann aussieht. Also ich bin total begeistert von dem Ton. Und ich kann euch diese Lidschatten auch wirklich nur empfehlen. Ich finde die so schön und da gibt es so schöne Farben. Es war echt nicht leicht, sich für einen Ton zu entscheiden, aber im Endeffekt muss es dann dieser Ton sein. So, dann waschen wir das mal wieder ab, denn jetzt kommt die nächste Swatch Party sozusagen. Und zwar habe ich mir jetzt von DM endlich die Mrs. Bella Palette gekauft. Ihr könnt es sehen, sie hat 17,45 € gekostet. Von B8 Cosmetic mit 12 Lidschatten und Highlighter. Finde ich total schön, die wollte ich unbedingt haben. Das Einzige, was mir nicht aufgefallen ist, ist, dass der Highlighter-Ton hier leider kaputt ist. Aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Leider ist ja nur ein Stück oben, das kaputt ist. Der Rest ist Gott sei Dank noch gut intakt. Es hilft ja nichts. So, muss ich den mal öffnen. So, so sieht also die Palette aus, wenn sie ausgepackt ist. Mir ist aufgefallen, hier ist leider doch schon ein Riss. Also ich hoffe, dass der Ton noch hält, einige Zeit lang. Mal gucken. Jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach an mit dem Swatchen und fangen wir gleich mit dem Ton Gold Digger an. Genau, das ist dieser Ton. Das ist ein sehr schöner Highlighter-Ton. Der ist jetzt sehr schön dezent. Nicht zu viel. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann der nächste Ton, und zwar der Ton Pure. Das ist ein sehr schöner... Oh, ihr seht gar nichts. Also das ist dieser Golddicker, ein sehr schöner Highlighter-Ton, der ist jetzt nicht so auffällig. Er scheint bloß jetzt dadurch, dass ich meine Softbox hier stehen habe, sehr, sehr stark, aber es ist wirklich ein sehr schöner Glanz. Hier haben wir dann diesen soften Vanilleton, diesen Pure-Ton. Dann haben wir als nächstes Undressed. Das ist ein sehr schöner beiger Ton, den man eben auch als Base verwenden kann. Und das Auge, und der bröckelt jetzt ein bisschen, da muss man aufpassen, wenn man den verwendet. Und dann haben wir den Ton Whatever. Der bröckelt auch ein bisschen, aber finde ich, ist total schön pigmentiert für einen matten Ton. Die meisten matten Töne sind ja eher sehr bröckelig und etwas durchsichtig. Deswegen finde ich auf jeden Fall cool. Dann als nächstes haben wir den Ton, der mir wahrscheinlich am besten gefallen wird. Hat mir auf jeden Fall beim Swatchen bei anderen YouTubern am besten gefallen. Den Ton Bella. Dieser wunderschöne rosa Glitzerton. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Er ist wirklich sehr schwer sichtbar in der Kamera. Dann als nächstes haben wir den Ton Sally. Der ist jetzt wieder ein bisschen bröckelig, aber für einen matten Ton wieder super pigmentiert, muss ich sagen. Dann haben wir den nächsten Ton Lumos. Auch wieder ein glitzernder Ton. Und der kommt mir vor wie der Pure-Ton, nur eben mit Glitzer. Dann haben wir 50-50. Ist wieder ein matter Ton. Und er ist auch wieder bröckelig, aber wirklich total schön pigmentiert. Also die matten Töne, die sind wirklich super schön pigmentiert, muss ich sagen. Dann haben wir als nächstes Spice. Der sieht aus wie so eine Curry-Sorte. Der ist auch super schön pigmentiert und der geht jetzt vom Bröckeligen her. Also die anderen sind mehr bröckelig. Der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Sieht aus wie so ein bisschen so ein Senfgelb oder wie eben gesagt Curry. Dann als nächstes haben wir Glam Cocoa. Also Kakao, denke ich mal. Oh, der sieht gut aus. Seht ihr denn? Der gefällt mir fast am besten. Der gefällt mir noch besser als Bella. Der ist wirklich total schön. Der ist ein bisschen rötlich, aber trotzdem irgendwie
so rosarötlich, orangerötlich, also total schön. Und dann haben wir den vorletzten Ton Vino. Der ist zwar auch ein bisschen bröckelig, aber ein total schönes Rot. So ein Rot habe ich schon lange gesucht, muss ich ehrlich sagen, weil ich rote Lidschatten total gerne mag, aber bis jetzt habe ich keinen so schönen roten Ton gefunden. Und dann haben wir den letzten Highlighter. Der ist eben sehr rosa, aber auch sehr dezent. Also mir gefällt fast der Highlighter am besten, ist leider der kaputte. Ich hoffe, dass er noch einiges hält, aber der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also das sind jetzt alle Töne. Also ich finde die Palette wirklich super schön pigmentiert. Es sind etwas stärkere Töne drin, etwas weniger stärkere Töne. Ich finde, es ist alles dabei. Also du kannst schöne Basis schaffen auf deinen Augen, aber du kannst auch sehr schön starke Farben verwenden. Also ich bin sehr froh, dass ich die Palette gekauft habe. Werde sie auf jeden Fall total gerne verwenden und bin auf jeden Fall auf mein erstes Augen-Make-up gespannt. Falls ihr noch eine erwischt im DM, ich kann sie euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Wirklich eine super schöne Palette. So, das sind jetzt alle Produkte, die ich gekauft habe. Ich bin wirklich von jedem mega begeistert, bin total froh, dass ich die Produkte gekauft habe und kann euch die auf jeden Fall sehr, sehr weiterempfehlen, beziehungsweise auf jeden Fall diese Paletten. Die habe ich ja leider noch nicht ausprobiert, keine Ahnung, wie die sind. Werde ich euch auf jeden Fall irgendwann nachreichen, wenn ich sie getestet habe. Aber bin auf jeden Fall... Das war mein Laptop. Aber bin auf jeden Fall mega zufrieden mit den Produkten und freue mich, sie auf jeden Fall jetzt schon zu verwenden. Ich hoffe, euch hat der kleine Haul von mir gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr mir natürlich auch kostenlos abonnieren. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!